Hallo Leute, willkommen bei der LS19 Mercury Farm. Dies ist Teil 36. Ja, es ist 9.08 Uhr. Ein schöner, noch relativ junger Morgen. Ich guck mal, was meine Felder so treiben. So. Da ist schon irgendwas. Oh. Habe ich das schon frisch angesät? Ja, scheint so. Na prima. Da war ich aber schon fleißig. Und hier das Kleine. Na, da habe ich mir ein Durchrennen gebaut. Okay, das dauert noch. Hafer im Wachstum. Gut. Dann notiert habe ich mir, dass ich Bäume fällen soll und pflanzen. Und da hattet ihr mir geschrieben, die Pflanzmaschine funktioniert nur auf Feldern. Ist ja eigentlich logisch. Aber ist natürlich blöd. Jetzt für meinen Wald. Da muss ich mal gucken, ob das vielleicht ein Feld ist. Das wäre dem Macher glatt zuzutrauen. Das Grasfeld war ja auch ein Feld. Ja, und dann sollte ich mich noch um das Feld am Hang kümmern, das neue, und hier eventuell einen Unterstand bauen. Das habe ich jetzt hier auch schon länger überlegt, ob ich mir hier für meine ganzen verstreut rumstehenden Anhänger nicht einfach einen Unterstand baue. Hier ist ja genügend Platz. Und könnte ich dann hier die Bäume, die Hecke wegfällen und dann so einen billigen Unterstand kaufen. Und ich glaube, das mache ich jetzt mal als erstes. So. So, ne? Okay, und in die Hocke. Ne? Jawohl. Prima. Und gleich den nächsten. Komme ich da noch dran? Trotz Anhänger. Müsste eigentlich gehen. Ja, da war irgendwie ein grüner Kreis. Jawohl. Jawohl. Da ist der nächste. Die Vernichterin der ganzen Hecken. Schon schlimm. Hat er der Alien Jim die alle liebevoll gebaut und ich mach's alle weg. Aber er hat ja auch sehr liebevoll diese Funktion hingebaut, dass man sich die wegsägen kann, die Hecken. So. Ja, vielleicht werfe ich die jetzt einfach mal auf den kleinen Hänger drauf. Die ganzen Stämme. Zack. Und dann hole ich mir auch die Stämme, die ich da in der anderen Ecke liegen habe, und gehe die vielleicht einfach mal alle verkaufen. Bin ich schon da? Zack. Jawohl. Vielleicht kann ich bei der Gelegenheit dann auch gleich noch ein paar andere Hecken niedermachen, damit sich das auch lohnt. So. Das habe ich schon. Da stehen noch zwei. So. Das habe ich jetzt aber weit geworfen, das Ding. Ja, zu weit. Und das habe ich jetzt einfach fallen lassen. Prima, prima, prima. So. Okay. Gut, da muss ich dann natürlich auch noch mit der Fräse ran. Hier ist bestimmt auch noch eins. Jawohl. Jawohl.
Na komm. Flitz, flitz, flitz. So, sehr schön. Dann gucken wir mal, was für Trecker hier rumstehen. Es muss nicht gerade der Fiat sein. Ich glaube, ich nehme eher den Valtra. Das ist doch der Valtra. Ja, ja, genau. Und den koppel ich mal ab. Huch! Ah, toll, klasse. So, jawohl. So muss das sein. So. Okay. Jetzt fahren wir erstmal zu den anderen Klötzen. Und dann mache ich diese Hecke hier auch noch platt. Das kann man dann später vielleicht sogar mal benutzen, dieses Extrafeld, um den Hof zu vergrößern. Aber jetzt brauche ich es natürlich noch als Feld. Und der Hof ist mir eigentlich momentan groß genug. So, aber das kann ja noch kommen, dass mir der Hof mal zu klein wird. Und wenn ich dann ganz viele große Felder habe, brauche ich dieses Minifeld nicht mehr. So. Ja, und bisher habe ich diese Hecke ja benutzt, um da entlang Anhänger hinzustellen, aber wenn ich jetzt einen Unterstand baue, entfällt das ja auch. So. 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 So, also steigen wir wieder ein. Na komm, so. Und fahren in die Nähe von der anderen Hecke. Das stört jetzt natürlich dieser lange Anhänger, der hohe. Aber das macht nichts. Hier haben wir schon einen rumstehen. So. Zack. Ja, und jetzt säge ich hier einfach nur ein bisschen. Schlecht zu sehen, vielleicht von dieser Seite hier besser. Ja, von der Seite geht es offenbar besser. So. Hier hinter der Hütte muss ich ja eigentlich nichts wegmachen. So. Ja, Schafgarbe.
Wunderbar. Jetzt gucke ich mal, ob man hier vielleicht auch diese Hecke wegmachen kann. Dann könnte das der Trecker besser wenden. Jawohl. Geht doch. Na, bestimmt ist das ein Windschutz. Denn ich kann mir vorstellen, weil England am Meer gelegen ist, ist es da bestimmt relativ windig. Und dann sind die Felder natürlich besser geschützt, wenn da schöne Hecken sind. Und dann ist es wahrscheinlich im Laufe der Zeit auch Tradition geworden. So. Kann man den schon... Ist der schon gesägt? Ich glaube, ja. Da ist zwar noch Hecke drumrum, aber das ist nicht diese Hindernishecke. So. Eieiei, ist das hier alles unübersichtlich. Ich wollte da den Eckbereich noch machen. Knatterta, knatterta. Hier. Oh ja, auch hier kann ich noch. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt mache ich aber nicht diese ganze Hecke auch noch weg. Und das ist ja die Hecke zum Nachbarn. Nur soweit es hier in meinem Feldbereich war und beim Wenden gestört hat. Und hatte ich... Ja, ich glaube, ich hatte da vorne die ganze Hecke weggemacht und daher kommen die Klötze, die ich jetzt auf meinen Hänger gepackt habe. Ja, genau. Wunderbar. Das ist schon erledigt. Und hier... Das kann erstmal bleiben. Gut. Dann sammle ich die jetzt alle ein. Na komm. Und mit der Stumpenfräse komme ich dann einfach vorbei, sobald ich die sowieso mal wieder in der Mache habe. Das dürfte ja nicht allzu lange sein bis dahin. Weil richtig frei navigieren kann man ja erst, wenn die Stumpen auch weg sind. So, komm, zack. Na, das ordnen wir später nochmal besser. So. Da. Und ich denke mal, hier lasse ich erstmal dieses ganze kleine Gebüsch, weil es sieht ja eigentlich ganz hübsch aus und stört hier nicht besonders. Und auch auf der bei der Grenze zum Nachbarn lasse ich das. Aber da, wo ich den Unterstand hinmachen will, da... Ja, mache ich neues Terrain. Und dann sind die von selber weg. Das war schon wieder zu weit geworfen. Tja, da sammle ich gleich ein. Jetzt marschiere ich die hier erstmal. Uiuiui, das ist aber ganz schön zu weit. Tja, ich dachte mir, so ein bisschen werfen ist ganz gut, denn wenn ich es einfach loslasse, dann guckt es hier noch raus. Tja, da habe ich mal wieder gedacht. So. Zack. So. Hm.
Ja, ich bin gespannt, wie viel das bringt. Tja, und mit den Bäume pflanzen, da habe ich mir überlegt, man könnte ja im Prinzip auch Dekobäume nehmen, aber die wachsen nicht. Das heißt, die muss ich dann so gleich groß nehmen, wie ich sie haben will. Und dann ist halt die Frage, ich denke mal, es rechnet sich trotzdem noch. Muss ich mal gucken, was für Dekobäume ich so habe. Im Zweifelsfall lade ich mir meinen eigenen Mod. Da sind die Dekobäume, glaube ich, halbwegs bezahlbar. Aber ich fände es irgendwie schon schöner, wenn die Bäume wachsen würden. Aber im Zweifelsfall kann ich wachsende Bäume ja auch genießen später bei diesem Agroforestry-Feld. Das ist ja auf jeden Fall ein Feld. Glaube ich zumindest, dass auch die Fläche mit den Bäumen Feld ist. So, jetzt hüpfe ich da mal drauf. Zack. Und mache das mal etwas ordentlich. So. Na, und selbst wenn das die Fläche bei den Bäumen momentan noch nicht als Feld bearbeitet ist, kann man da schnell ein Feld draus machen. Weil das schön in der Ebene ist und alles schön gerade. So. Okay. Gut, da hüpfe ich jetzt wieder runter. Jetzt eile ich hier zu meinem neuen Unterstandbereich und ebne das hier jetzt erstmal ein. So, Landschaftsbau. Will ich so einen Bodentyp haben? Würde ja fast Sinn machen. Aber viereckig. Und ich guck mal, ob das das gleiche ist. Nein, das ist eine andere Farbe. Das wahrscheinlich auch. Ja. Dieses hier sieht ähnlich aus. Ja, gut. So, dann mache ich das bis hierhin einfach. So, genau wie der Rest vom Hof. Ja, und jetzt stören natürlich noch die Stumpen, aber von denen lassen wir uns jetzt einfach nicht großartig beeindrucken, sondern kaufen den Unterstand. Dim, 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 dim. Hier. Hallen. So, der ist glücklicherweise schön preiswert. So, nee, andersrum. Und den stelle ich einfach hier an den Rand. Tja, wenn ich ihn jetzt hier so direkt an die Stumpen dran stelle, wird man die nicht mehr wegmachen können. Dann stelle ich ihn vielleicht hier hin. Nehme an, dann kommt man noch an die Stumpen ran. Aber ich muss dann natürlich erst die Stumpen wegmachen, bevor ich das Ding richtig nutzen kann. Oder ich mache die Stumpen erst weg. Das wäre natürlich ordentlicher. Nochmal näher ranfahren. Tja, ich möchte das Ding gerne jetzt hinstellen.
Es scheint mir nicht so ganz gerade. Aber so ist es jeweils noch krummer. So vielleicht? Ja, so. Ich mache es jetzt so weit rechts zu der anderen Hecke wie möglich, damit ich noch gut an die jeweiligen Stumpen drankomme. Okay, also. Zack. Jo, da steht jetzt meine heißgeliebte Halle. Und ich stelle gleich schon mal ein paar Sachen unter. So. Stelle ich hier den Wagen erstmal so mitten auf den Hof, damit ich dann gut dran koppeln kann. Okay. Ja, und wenn mir dieser Unterstand nicht mehr reicht, dann mache ich einfach auf der Höhe von da, wo jetzt der Trecker steht, hier einen zweiten Unterstand. Und da ist dann auch zwischen den Unterständen genügend Platz, um hin und her zu rangieren. Zumindest stelle ich mir das so vor. So. Sehr schön. Ja, da kann ich noch ordentlich fräsen. So, der große Anhänger kommt da auch noch hin. Ah, das ist doch sehr schön. Also ich finde das sehr schön. Jetzt weniger aus ästhetischer Sichtweise, sondern mehr aus wie schön praktisch. Ich bin immer sehr froh, wenn ich erstmal diese Unterstände habe. So, jetzt machen wir ein Erinnerungsfoto. Oder vielleicht mal mit Blick auf den Resthof, damit man auch sieht, wo das eigentlich ist. So. Ein Stückchen vorfahren. Damit dieses Q weggeht. So. Jawohl. Fürs Familienalbum. Okay, und jetzt fahre ich noch schnell das Holz verkaufen. Ich meine, der Anhänger ist nicht ganz voll. Aber ich denke mal, es lohnt sich, da eine kleine Fuhre zu machen. Und später muss ich mit dem Anhänger ja sogar sowieso noch zu meinem neuen Feld fahren, weil dort ja große Bäume sind. So. Dann fahren wir vielleicht jo, hier so entlang. Den Durchweg hier habe ich mir irgendwie verbaut. Absichtlich.
Da muss ich dann dahinter die Strecke da beide Felder kaufen und mir dann auch frei machen, dass ich dann immer auf der anderen Seite fahren kann künftig. Ich könnte natürlich auch voll über das Feld brettern, aber ja, das ist nicht so schön. So. Nicht so schwungvoll. Mal gucken, was sie zu diesem Kleinholz sagen. Nur immerhin 1200 Euro könnte schlimmer sein. Dafür, dass das irgendwie Restholz ist. So, ich denke, ich mache da mal Schluss mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.